Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Wunde. Dead by Daylight. Bei einer weiteren Wunde? Habe ich gerade Wunde gesagt? Das habe ich doch noch nicht fertig. Ja, Wunden haben wir gleich. Ich verstehe. Was? Paul ist noch nicht fertig, oder was? Ich habe mal gerade mit dem Labello hier so rumgemacht. Ich dachte, jetzt kommt noch eine ganz kurze Pause. Du hast bitte was? Aber ich habe doch angezählt, Pan. Ja, der Körper hat angezählt. Wir sind jetzt schon mitten in der Folge. Nee, ich habe schon aufgenommen. Ich habe ja schon aufgenommen. Ach so. Check, Pan, gerade nochmal. Hast du aufgenommen? Ja! Nimmst du mal was auf? Hast du den Knopf gedrückt? Ich bin sehr paranoid. Da steht jetzt Aufnahme stoppen. Ja, sehr gut. Gut, schön, Pan. Sehr gut. So, wir haben Weihnachten. Also, wir haben bald Weihnachten. Es ist sehr weihnachtlich. Es mutet langsam weihnachtlich an. Es schneit hier in der Map und da liegen überall schon Spinnenweben rum. Oder ich habe keine Ahnung, was ist. Wie Schnee sieht das nicht aus? Ja, aber ich bin mal gespannt, ob das auch noch so ist. Das wäre voll geil. Boah, ich auch. Auf der Map? Wenn das auf den Karten jetzt so wäre. Boah, ich würde Wetten entgegennehmen. Ich glaube nicht. So, ich lade euch schon mal ein. Ich fände es ja so geil, wenn das den Fallensteller mit so einer Weihnachtsmütze, Alter. Ja, eben, die Kinder mit Weihnachtsmütze oder einfach so ein Santa-Anorak, weißt du? Habt ihr mal nachgeguckt? Ja, da habe ich nicht gefunden. Oh nein, ich bin schon wieder nicht online. Och, ist egal, wir lassen die Aufnahme laufen. Ich starte Dead by Daylight gerade nochmal schnell. Ja, so, ja, klar. Ich lasse die schon Aufnahme bringen, Alter. Ist doch jetzt auch egal. So, ich guck mal so lange hier. Warte mal. Ich hasse das. Ich hasse Pan wird mich schon mal einladen. Ja, ich weiß noch nicht, dass da jetzt jemand nachjoint oder so. Ja. Ah, stimmt. Ja, aber ich kümmere mich gerade um. Ich kümmere mich gerade um. Ich setze mal die Figur wieder. Wieder super Arbeit mit Profis, aber wir müssen heute auch zwischen Tür und Angel müssen wir heute aufnehmen. Danke, Pan. Also, ich weiß, mir wird nachgesagt, ich sage das in jeder Folge, weil es teilweise so ist, aber diesmal, das ist wirklich die Vor. Ist das der Tobi? Nein, das vorher war die Vorproduktion, weil wir waren ja weg, ne? Wir waren ja eine Woche weg und jetzt kommt die hoffentlich eine Vorproduktion für die Weihnachtszeit, damit es da auch schön blutig wird. Ja, und für die Weihnachtszeit und für die Silvesterzeit ist heute der Vor. Jetzt muss ich pinkeln. Ist heute der Vorproduktionstag. Was? Jetzt mir gerade so random einfach. Hast du nicht so wie jeder einen Eimer einfach unterm Tisch? Nee, habe ich noch nicht. Ich wollte das mit einem Schlauch machen, weil ich das ein bisschen ladylike. Play-Ausrüstung. Nee, ich habe so einen Dyson Flüssigkeitssauger unterm Tisch. Ah. Der ist sehr angenehm. Der sieht wie beim Zahnarzt. Ich dachte doch, der Orangensaft oder so. Ich wollte das. Nur alle halbe Stunde verliere ich kurz die Konzentration und sitze hier so. So. Aber tut das nachher beide nicht weh mit dem Schlauch? Nee, das ist ja nur ganz das kleiner Druck. Das tut dem Schlauch weh. Der Erik hat einfach den Schlauch von dem Schlauch sogar abgemacht und hat das Ding direkt reingehängt, weißt du? Natürlich. Und sitzt dann so drauf, ey. Was heißt denn gehängt? Gestellt, mein lieber Freund, gestellt. Nein, hört auf, Ring, er hat doch wieder gemalt alles, ey. Ich habe es reingebrochen. Ich möchte Gronkh immer einen Seifenstaubsauger als Subo-Ringer. Was? Alter, der Tobi, was ist da los? Mit deiner Fantasie? So, Alter, ich öffne mal kurz das Menü. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob es jetzt so diese Weihnachtskappe gibt. Was ist denn das hier? Nö, gibt's nicht. Ich hab nichts gefunden. Voll Weihnachten. Also, wir machen hier Schnee rein und dann Weihnachtskappe nicht, ey. Voll geil, ey. Hey, was ist das denn? Denkt dran, eure Opfergaben, die ihr nicht verlieren wollt. Aber Items verschwinden auch, ne? Ja. Hast du recht. Nämlich das Schlüssel. Ich mach das auch. Ja, komm. Ich bin in Weihnachtsfeeling. Ich bin in Weihnachtlich. Oh, komm mal. Tobi, mach auch mal. Was ist das hier? Opfergaben? Nee, ja. Ach komm, ich geb hier gar nichts. Opfergaben. Perks müssen reichen. Ich hab die Klamotten, glaube ich, gar nicht. Ja, du hast einfach Tobi, was ist da los? So eine Jacke mit so Buttons drauf. Ja, die hattest du sogar schon an. Ja, guck mal, das ist doch schön. Guck mal, das sieht doch schön aus hier. So. Sieht mir nicht so schön aus. So einen halben Blinddarm da raushängen, ey. Nein, Tobi, mach das weg. Hey, warum hast du meine Frisur nachgemacht, du Muschi? Ah, don't copy my style, bitch. Ich dachte, ich wollte, dass man uns unterscheidet, weil dann mach ich jetzt eine andere Frisur. Tobi, mach das weg, ey. Meine Frisur ist jetzt so Tumblr. Du bist einfach echt so Tumblr. Du hast voll die Camel Toe. Guck mal. Ja, na klar. Ich klemme da manchmal Kugelschreiber fest, wenn ich sonst keine Tasche habe. So, Tobi ist der Einzige, der nicht weihnachtlich ist. Was ist da los, Tobi? Nein, ich hab die Klamotten leider nicht. Der hat unsere Anzüge angemalt. Guck mal, was der anhat. Der Handwerker, der gleich die Lichterketten anhängt. Ja. Was kann ich für sie tun? Das ist der Typ, der drauf, dass ich verlegen muss. Wir haben Weihnachten bestellt. Das ist der eine Einbrecher von Kevin Lines aus. So, ich drücke mal auf bereit. Ja, stimmt. So, das Schöne ist, rot fallen mir bestimmt nicht auf. Ja, ist doch cool. Heute ist mal ein Weihnachtsspecial. Ich bin aber auch ein bisschen rot da vorne an der Tasche. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ein bisschen Blut ist dabei. Tobi, da, ne? Der Tobi ist der Einzige, der seinen Charakter sehr ähnlich sieht. Das stimmt. Das ist das Hey, ich sehe genauso aus wie meiner, ja. Weil der gerade popelt, oder? Ja. Ich bin so ein Steve, Alter. Hör auf zu popeln. Der popelt gerade die ganze Zeit, der hört gar nicht mehr auf zu. Jetzt hat er aufgehört.
Der weiß, was der alles drin stecken hat, da würdest du dich wundern, ey. Das würde ich gar nicht wissen. Vielleicht kann der Tobi da helfen. Ja, der Tobi, der hilft sowieso immer. Der Stift ist aus wie eine Muschel. Das die Löcher durchpusten, das kann der Tobi. So, was ist denn hier? Suche nach Spielen. Es ist gerade kostenloses Wochenende. Wir spielen gerade im kostenlosen Dead by Daylight Wochenende. Es müsste ja, jetzt direkt müsste losgehen. Das ja ein. Ja, ja. Was die ist sehen los? Das ja im Discord, die Leute. Die sehen ja, dass wir gerade Dead by Daylight spielen. Wo sind jetzt die ganzen Spieler? Ja. Wo sind denn jetzt die ganzen Spieler? Hm? Kostenloses Wochenende. Lass mal spielen gegeneinander. Wahrscheinlich haben sie jetzt wieder irgendwas gemacht, damit man wieder gar niemanden findet. Jetzt. Die Russen warten. Gar niemanden. Wir sind übrigens wieder auf den deutschen Servern. Das wurde tatsächlich ein paar Mal gefragt. Wir sind schon länger wieder auf den deutschen Servern. Deutsch! Deutsch! Ich hab mich gestreckt. Apropos Deutsch. Oh, das mit dem Spiegel. Wir haben, glaube ich, den besten Krustenbraten der Welt gegessen. Letztens. Echt? Auch wenn die Frage wahrscheinlich überflüssig ist, aber konntet ihr euch ja wenigstens ein bisschen erholen? Nein. Oh, mal, was ist denn los? Es war von morgens bis abends war volles Programm. Ein Essen kommt mal rein. Die ganze Woche? Ja. Ach komm, ey, was macht ihr denn da? Das war ja wirklich, quasi Arbeit. Also, es war wirklich nicht quasi Arbeit, sondern es war ja wirklich Arbeit. Aber so einen Tag wenigstens mal, ey, das ist doch nicht wahr. Nein. Wir sind sogar in letzter Sekunde ins Rückflugzeug gesprungen. In allerletzter Sekunde haben wir es noch. Wir kommen so an. Eine halbe Minute haben sie noch. Hält er sich hinten an den Dings fest, weißt du, an der Turbine? Ähnlich war es auch. Und alles schon gebordet und wir waren die allerletzten quasi. Und dann die Blicke, diese bösen Blicke. Die ja, das hatte ich aber auch damals. Ja, sollen sie mal nicht einpissen da, ey. Das liegt aber daran, dass in München halt alles komplett zugestaut war. Alle Autobahnen und der Flughafen ist 1000 Kilometer entfernt und alles nur Stau. Und dann am Flughafen selber, alle Zolldinger standen auch so lange, so ewig lange Schlangen, wie bei Aldi und das doch, am kostenlosen sogar, Wochenende. Genau, Gepäck sogar mit einem Automaten. Das ist voll geil eigentlich. Wir konnten das Gepäck mit einem Automaten aufgeben. Das heißt, wir mussten da nicht anstehen und so, aber trotzdem die Security-Schlange, es war so groß, der Flughafen ist so riesengroß, es war komplett voll. Hat jemand mal darüber nachgedacht, dass es merkwürdig ist, dass es heißt, sein Gepäck aufgeben am Flughafen? Das ist so, ach, hat doch keinen Zweck mehr. Eh nicht mehr zu. Das ist doch scheißegal. Boah. Stehst du da mit der Bibel, heute möchte ich mich von dir scheiden lassen. Eine gute Reise, liebes Gepäck. Kannst du irgendeine Kacke reinstellen eigentlich? Boah. Ich freue mich immer voll beim Gepäckbank, wenn dann der Koffer da so um die Ecke kommt. Bin ich immer sehr happy. Ja, weil der Koffer war hier! Bitte? Weil man vorher, ich habe vorher immer Angst, dass der gar nicht ankommt, irgendwie auf dem Band. Ja, deswegen freue ich mich ja. Und dann, ist kommt das schon der passiert? Da und dann, nee, ne? Zack. Nee, zum Glück nicht, ey. Ich noch nie eigentlich. Ich stell mir vor, wie der Curry da, weißt du das? Flughafen ist schon geschlossen, alle Geschäfte haben zu, Curry sitzt immer noch da am Band, am Laufenden und es kommt einfach nichts. Oh Mann! Und der Curry so. Man hat immer so das. Und irgendwann kommt Tobi rausgefahren, warum auch immer. Im Schneidersitz. Aber vorher noch so eine Musikeinblendung, der Curry sitzt da, die Beine so angezogen, eine Träne im Auge, dann im Hintergrund dieser Sound. Habe ich jetzt die ganze Zeit im Ohr vom One is the loneliest number. Und dann kommt der Tobi da. Und dann wird das Bild heller und alles wird glücklich und hey. Oh. Und dann packst du den Tobi am Griff und trägst ihn einfach vom Flughafen. So, ich schön. Alter, diese roten Klamotten sind so scheiße eigentlich. Ja, voll geil. Das war voll die geile Folge, Alter. Voll die geile Runde gerade. Wollten wir uns mal versammeln. Überlebe mit Freuden. Eins, mit Freuden zwei, drei. Fertig jetzt hier. Oh, hä? Pandoria hat uns zum Spiel eingeladen. Dead by Daylight. Ach, ihr seid rausgeflogen? Hä? Ja. Mann, wo bist du denn? Hey, wir sind... Curry? Und ich sind hier voll im Game, Alter. Hä? Echt? Ich bin rausgeflogen. Ja, und ich bin auch mit Curry alleine. Hä? Ich bin auch rausgeflogen. One is the loneliest number. Oh scheiße, da kriegt er ja Strafen, wenn er jetzt rausgeht, oder nicht? Und wir müssen trotzdem 5 Generatoren machen, Curry. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Moment mal, da kann er ja nicht... Warte mal, ich muss rausgehen, oder? Guck mal, kann man nachjoinen irgendwie? Kann man das irgendwie? Ach ja, heute ist ja freies Wochenende, ist alles hier... Guck mal, klappt das. Hey, warum ist denn auf einmal alles so komisch? Das kann doch nicht sein. Und es ist super laggy. Ich hab Spiel beitreten mal gemacht, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nee, im laufenden Spiel geht's ja eh nicht. Du kannst wahrscheinlich zuschauen, ne? Der Killer kommt, guck mal zu. Nee, aber nee. Dann lasst euch schnell aufhängen oder sowas? Ja, halt ja, was macht ihr jetzt in der Situation als Spieler? Ja, macht mal. Zeigt mal, was ihr könnt. Wenn ich jetzt alte F4 mache, was passiert dann? Danke, Dead by Daylight. Nee, macht das nicht, macht das nicht. Du kriegst nämlich irgendwie eine Strafe und so, das ist nicht gut. Dann lasst euch lieber aufhängen, dann macht's aber lieber was macht so. Jetzt? Also hier ist auf jeden Fall irgendwie jemand gespawnt, weil irgendjemand. Ist auch, das Spiel ist auch mega laggy bei mir gerade. Also ich versuche, ich bin jetzt gerade im Ladebildschirm, aber ich glaube nicht, dass ich nachjoinen kann. Haben wir überhaupt einen Killer? Ich wurde gesehen. Haben wir einen Killer, Curry? Ja, ja, wir haben den Fallensteller. Okay, das wäre ja noch interessanter. Okay. Wir haben keinen Killer. Ja, wir haben keinen Killer.
Er ist an dem Generator, da steht er gerade, wo ich hab grad einen Fehler gemacht. Ja, ich seh's. Wollen wir jetzt wirklich weiterspielen? Ich will nicht. Also, ja, aber ihr kriegt dann echt so eine Strate. Ja, aber da wirst du doch nicht gesperrt. Also ich bin wieder ins Menü geflogen. Ich jetzt gerade auch. Okay, dann lass uns rausgehen, oder? Nein, klappt schon. Mach mal schnell. Was gibt denn das für Strafen, wenn man das macht? Verliert man dann Punkte, also Level oder was? Hey, nee, die wurden doch. Hey, das kann doch gar nicht sein. Die wurden doch zurückgesetzt, oder nicht? Aber die Level, naja. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man sich wieder irgendwie connecten kann. Also, hi! Ich dachte eigentlich, ich hätte hier irgendwo Fallen aufgestellt. Das dachte ich auch, aber der ist irgendwie nur rumgelaufen. So, was haben wir denn hier bei neuen Inhalt? Ach so, aha. Und schneit es bei euch? Nee, schneit nicht und hier ist auch sonst nichts zu sehen. Wow, das war ja das Mega-Update. Im Menü ist Schnee und das ganze andere Spiel ist kaputt. Und dafür so ein direkt MB-Update, weißt du? Wir können das doch so nicht, wir können doch jetzt nicht einfach hier vier Generatoren noch machen. Bei einer Länge Menü, das ist doch scheiße. Ja, das ist echt doof. Lass mal rausgehen, oder? Wenn wir die Totems wegmachen, ich hatte keine Zeit mich zu erkundigen, dann kriegt man dafür 400 Blutpunkte. Cool. Was? Pro Totem. Ich mach jedes Totem auch sofort weg. Ja, ich mach auch. Ich mach keine Generatoren mehr, ich mach nur noch Totems weg. Und da wir gerade als Team spielen, und ihr hattet das sicher auch in den Kommentaren stehen, obwohl wir ja gesagt haben, wir wollen es selber lernen. Was hast du gemacht? Alt F4 oder was? Nee, einfach ins Menü. Das zählt halt als Niederlage, aber das war's. Ah, okay, dann Spiel verlassen. Wir verlieren ja sowieso immer. Mit den Taschenlampen kann man die Fallen von der Witch. Das hab ich auch gelesen. Ja. Was kann man damit machen? Du kannst sie anleuchten, dann sind die weg. Ach geil. Ey, hat die Taschenlampe ja endlich mal einen Sinn. Boah, stell mal vor. Ich will unbedingt diese Killerin haben, den Stock, wenn wir zu viert sind als Survivor. Ich glaub, hier ist staubig. Stock. Der Stock. Gespensterschrecken habe ich durch die Kommentare gelernt, heißen die, die ich meinte. Diese Insekten, die aussehen wie Stöcke. Einer aus der Community hat sogar ein Terrarium mit denen. Kipan, lad mich mal ein, bitte. Sind sehr faszinierend, aber okay, mach ich jetzt. Und mich bitte auch. Ich weiß nicht, ob ich mir das. Ja, da muss ich mir überlegen. Oder nicht, dann nicht. Ich spiele jetzt einmal mit meinen anderen Freunden, die sind sowieso viel besser. Nein, ich finde dich echt gut. Du darfst mitspielen. Ich hab gesprochen. Spielen. Ich habe ja so eine ESL-League von Dead by Daylight, der ich beigetreten bin. Ach so. Du hast eine Musikbox, die Jochen heißt. Wie beim deutschen Entwicklerpreis tatsächlich jemand von der ESL dabei war, ne? Und ich dann irgendwie so aus Spaß meinte, so, ja, hier ESL, hallo, man stellt sich auch vor, ne? Und dann so, hey, mach mal das Dead by Daylight hier bei der ESL mitmachen. Und dann war er aber erstmal so interessiert und hat das ernst gemacht. Ich so, nein, war nur ein Spaß. Und so, das ist ein brutales Spiel, das war nur ist so ein Running Gag bei uns. Achso, ja, die ESL-Spiele sind ja nie brutal. Da sind ja zumindest keine Shooter also, dabei, oder? Naja, so. Es ist nicht so brutal wie Dead by Daylight. Hey, warum? Ja, klar. Hier schreien die immer so. Ja, hier fühle ich, ich finde das sehr brutal. Ich muss aufstoßen. Also wenn ich bei Counter-Strike jemanden mit dem Kopf schieße? Nein, ich habe nicht aufgestoßen. Ich habe gemacht. Ja, bei Counter-Strike muss ich... Nein, ich habe meine Lippen so auseinandergezogen. Ja. Counter-Strike, 27. Goldrang, Junge. Goldene Augen. Ja, Lobby. Das wäre wieder ein Spaß. Cool. Ich habe es vermisst, ey. Ja. Jetzt Lobby 2017, ey. Hey, schon 13 Minuten Content! Ja, geil! Die Leute freuen sich richtig. Also, ich weiß nicht, ob der Erik einen Let's Rutsch macht, aber wenn der Erik einen Let's Rutsch macht, muss er das in dieser Dead by Daylight Lobby machen. Geil! So. Du hast sogar schon ein Lagerfeuer jetzt. Alt für den Arsch, fröhliche Weihnachten. Oh. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir dann umswitchen und die normalen Folgen machen? Ich hatte mich eigentlich echt auf Survive with the Brain 2 gefreut. Gefixt! War schön kostenlos. Was ist denn da los? Voll gefixt, was? Boah. Super geil. Jetzt auch mit Leuchteffekt. Das Mädel. Ich finde auch, Thomas ist ein schönes Mädel.
Schönste Metal. Mittelkiller. Ich bin meine 80er, ja. Hey, was ist denn jetzt los, Tobi? Was? Hab ich dich ja noch nie erlebt, Tobi. Dann ist er aus. Ja, das sind direkt so 80er-Jahre-Klamotten. Kaum ist es kalt, da braucht der Tobi wieder Nähe, ne? Bei 80er-Jahre-Buchse denke ich immer schon an Klinke oder so. Ich dachte gerade, was will der Tobi damit sagen? Du Nerd. Alter, wie geil die Lobbys funktionieren, das ist ein Traum. Ja, geil, ne? Also, das ist schon... also endlich haben sie mal Schnee drin, Alter. So, Throwback, Throwback vor ein paar Monaten. Der Schnee macht alles kaputt, deswegen geht das nicht, wegen dem Schnee. Können die den vor allem, das hat nicht voll gebracht jetzt. Hm, was können die? Den mal so ein Radio da hinstellen ans Lagerfeuer. Boah, das wäre geil. Von hier hängt alle ein T-Shirt im Schnee, ist auch scheiße. Ey, warum hast du keinen Rot mehr an, Thomas? Ja, weil das blöd war. Nein, das ist voll gut. Du verarschen? We wish you a Merry Christmas. Ja, ja, gut, wir haben ja Zeit. Der zieht sich das nicht an. Ich kann jetzt Menü nicht mehr öffnen, weil ich bereit bin. Aber ich trau mich nicht bereit zu machen. Nee, ist so. Klick doch mal auf Menü öffnen. Ja, ja dann mach ich jetzt. Komm. Matchmaking, ja, dann bin ich nicht bereit. Curry, mach. Ja, dann mach ich das. Zieh dich um jetzt, zieh dich um jetzt, du Kleine. Alles klar, dann bin ich auch nicht mehr bereit, ey. Nö. Also wenn der Curry mir jetzt so kommt, weißt du, dann... Ne. Ja, komm, so ist fein, so... Ja, so ist gut. Jetzt sind wir bereit. Komm, ab geht's. Hopp, hopp. Ja, sag mal, willst du mich verarschen? So. Mann, was soll das? Was ist los? Alte Bitch, ey. Was denn? Ich glaube, die prügeln sich gleich. Ich habe jetzt auch einen Beauty-Channel. Ja. Auch vor allem, weißt du? Ja, klar. Dann hör zu popeln. Ich popel doch gar nicht! Voll am Popeln. Dann hat er sich auch am Arsch gekratzt und riecht jetzt an seiner Hand. Ja, dann hast du doch eh... Erstmal fetten Hodenschuss. Boah, nein. So, was ist los mit der Fatzen-Lobby hier, Alter? Wir sind schon 16 Minuten, 17 Minuten in the game, hier passiert nichts. Ja, geile Folge, das war's auch für heute. Ja, ich geh jetzt gleich wieder, ich geh jetzt auf die russischen Server, dann passt der Schnee auch. Ich hab nicht mal was zum Vorlesen hier gerade. Bin ich jetzt sehr beleidigt. Wodka. Gib mal Wodka rüber. Ich hab den Gong russisch reden gehört, das war voll toll. Was? Das hat sich, glaube ich, richtig angehört. Hast du aufgenommen? Ja. Nee. Ach Mann, ey. Wir wurden nach dem Weg gefragt in München. Von ein paar Russen. Und hat er auch geantwortet und ich habe nichts verstanden. Der hat wahrscheinlich gesagt, bitte helft mir, ich will die nicht mehr. Könnt ihr die nicht irgendwie mitnehmen? Metro 2033, Glaslight, habe ich gesagt. Weißt du? Er hat bestimmt direkt verhandelt, ob er die Felgen mitnehmen darf. Ja, klar. Natürlich. So, Alter, was ist los mit der Lobby? Suchen nach Spiel. Alles kaputt. Ja. Alles. Kaum ist alles gefixt, ist alles gar kein Problem. Alles im Bach runter. Ja, sollen wir mal kurz unterbrechen und Nee, finde ich nicht. Die Leute sollen mal sehen. Die Leute sollen sehen, wie kaputt das Spiel ist. Wie kaputt dieses Spiel ist. Eigentlich müssen wir die Folge auch so raushauen jetzt. Ja. Und wenn wir 40 Minuten in der Lobby hängen, dann ist es eben so, weil das ist das Spiel. Wenn wir das jetzt beschönigen, indem wir einen Schnitt machen, wieder und wieder und wieder, dann denken Leute, oh geil, das Spiel hat voll die Action und wir hängen hier in so einer beschissenen Weihnachtslobby rum. Ja, es gab bei dem Vorproduktion ist echt nicht geil. Ist echt nicht geil. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Ich würde gerne Survive überleben mit Freunden machen, aber wir können halt auch notgedrungen dann die Killerrunden von uns machen. Ja, jetzt will ich Weihnachten haben. Hier, Entwickler. Ich mach grad böse Blicke in die Kamera. Was macht der mal immer für Blicke, ey? Der guckt immer so komisch. Als würde er sich was richtig Fettes gerade aus der Nase rausziehen. Ja, das ist ja verunsichert, dein Charakter? Ja. Der hat auch voll die Handschuhe an, der ist bestimmt Profi-Popler. ESL und so. Ist der Pizza-Auslieferer, aber der hat die verloren. Ja, jetzt schon wieder. Guck mal, was macht der denn da immer? Der popelt wirklich immer so rum. What the pig, oh mein Gott. Da ist ja richtig hart da hinten drin. Also richtig mit beiden Fingern jeweils drin. Ja. Krass. Jetzt müsste so ein Faden runterhängen zur Hand. Bei der Nase zur Hand. Ja. Der knabbert sich nur auf den Fingern rum. Mit Handschuhen, ja? Mit den Handschuhen. Ja, mit Handschuhen. Ernsthaft. Ja, mit den Handschuhen popeln oder was? Ja, sicher, dann bleiben die auch besser dran hängen. Ach so. Alter, du kennst dich ja aus. One is the loneliest number. So, what now? Ja, ist doch geil. Mist, ich hab das iPad nicht angeschlossen. Ich könnte Musik reinspielen. Oh, Spielbeginn! Oh, jetzt geht's richtig los! Jetzt geht's richtig los! Yeah. Ich hab doch nicht bereit gedrückt, wieder bereit, damit wir nochmal suchen. Mann, Tobi, jetzt funktioniert. Das funktioniert sonst immer. Wollen wir Weihnachtslieder hören? Ja, bitte. Nee. Wir können auch selber singen. Ah. Hier. Tobi riecht nach Tobi. Tobi riecht nach Was ist schön? Was ist schön? Wir hören gar nichts, Curry.
Hä? Ist ja auch für mich. Ah ja, toll! Gut, Curry, gut! Ja. Okay, bester hier. Teamplayer ever! Was? Das hört sich irgendwie mit so einem Fisher-Price-Radio, weißt du? Boah, weißt du was? Die Kuh macht... Ich guck mal grad, ich bin ja noch in der Aufnahme, ne? Ja. Ich guck mir jetzt die Voice-Chats auf dem Discord an, da wo die meisten drin sind. Und dann können wir da reingehen, ganz kurz, und gehen wieder raus. Ah, sind diesmal nicht so viele. Was ist das für ein Scheißlied, ey? Ah, ich glaube, das... Ah, oh, schade, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Volles Dreckslied. Hier, in Dead by Daylight 1. Leider, glaube ich, alle AFK. Ja, ja, ist schon scheiße hier, ne? Last Christmas. Wir können ja einfach Weihnachtschor machen. Ja, wir machen ja sonst auch immer A Cappella Band. Das stimmt. Machen wir einfach heute Weihnachtschor, weißt du? Bam, bam, bam. Ja, wie war denn, was habt ihr in den letzten Tagen so gemacht alles? Bam, bam. Dir zugeguckt. Bam, bam, okay. Bam. Ja, das, ja. Und vor allen Dingen mal fast eingeschlafen. Und gegessen. Boah, ja, ich war echt Tobi. Hart an der Grenze. Tobi. Tobi. Ich hab die letzten Tage so viel Kingdom Hearts gesuchtet. Boah, das geht auf keine Kuhhaut mehr, ey. 3.8 oder was? What? Nee, das ganz alte für die PlayStation 2, das ganz erste quasi. Ach, hast du auch von PlayStation 2 gespielt oder was? Oder wie? Ja. Krass, wie cool. Wie kommt's? So geil das Spiel. Wie kommt's? Ich hatte da Bock drauf, keine Ahnung, frag mich nicht. So, aus dem Nix habe ich ein Screenshot gesehen auf Twitter, habe ich gedacht, so, jetzt reicht's. jetzt geh ich in den Keller, hol die PS2 hoch. Etzala. Krass. Etzala. Cool. Etzala. Voll geil. Kann ich noch so nochmal anschließen oder gibt's da HDMI-Konverter inzwischen? Es gibt einen HDMI-Konverter, aber der hat irgendwie voll lange Lieferzeit gehabt bei Amazon. Mhm. Dann habe ich das einfach so über Komponenten. Emulator. Ja, die Bildqualität ist halt, wenn du so einen großen Fernseher dann quasi auf HD hast, ne, ist natürlich dementsprechend, ja. Naja. Ich habe das manchmal mit diesem, wie heißt das nochmal, Mickey's Castle of Illusions? Ja. Ich glaube, da habe ich das manchmal. Oder bei, hier, Donald Duck, wie hieß das nochmal? Blabla Trooper? Ich weiß es gar nicht, wo er immer diese Pömpel schießt. Ist das PlayStation? Nee, ist nicht PlayStation. Ich glaube, das war sogar noch Super Nintendo oder Mega Drive. Ich weiß es gar nicht. Looney Tunes, das ist Super Nintendo. Hab ich immer auf dem Emulator jetzt inzwischen, muss ich zugeben. Voll illegal. Aber ich habe. Ja, Emulator habe ich auch mittlerweile auf dem PC. Ich hab die ROMs leider nicht mehr. Ich habe gerade Husten. Curry, was hast du gemacht? Ich habe das erste Mal Rahmen gegessen und musste kacken. Boah, Curry, du bist so ein Pisser, weißt du? Ich war so sauer auf dich. Curry, du Ficker. Ey, ich wollte Arschloch. Wir wollten das erste Mal, also bei euch, weil da wollten wir da hingehen, aber das ging ja nicht. Verdammt. Ja, und dann machst du es einfach ohne uns, ey. Ich hab so gelitten, als ich den Beitrag gesehen hab. Wollte weinen. Ein paar Mal niedergeschlagen. Ich musste ja erste Hilfe ambulant behandeln. Der Curry hat das gegessen. Der hat ganz schön mit Burgern gefüttert, damit ich wieder zu mir komme. Wir haben das vorgeschlagen, ist der Curry ohne uns gegangen. So war das. Ja, das ist gut, das macht der Curry ja immer. Aber der Curry hat danach tierischen Dünnschiss gehabt. Habe ich das richtig verstanden? Hey, ich hab nie danach Durchfall. Hä? Du hast gerade gesagt, du musstest danach tierisch kacken. Nein. Natürlich hast du gerade gesagt. Ach Tobi, komm, jetzt hör doch nicht, was du hören willst, ey. Klar, ja, wenn ihr der Folge hört, dann wisst ihr Bescheid. Thema zwischen euch beiden, ey. Das ist echt Bescheid. Ich muss voll pinkeln. Oh. Nein! 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 Alter. Ich fordere Merch. Was denn? Entweder macht es der Gronkh in seinem Shop mit hier Beteiligung an Curry oder der Curry macht das bei sich im Shop. Ich fordere das Motiv Captain Shepard, ja, was du mal gemalt hast. Ohne Scheiß, ich will das als Kind. Lass mein Shepard in Ruhe. Der war so süß, ich will. Und dann soll er noch stehen. Hallo, ich bin Captain Shepard. Nein, also. Tobi macht das immer extra. Nee, diesmal weiß ich aber nicht. Tobi? Ich fand diesmal nicht. Immer. Ich hab grad meine Hände in der Tüte von meinen Lippen. Du hast deine Hände. Ich hab's auch noch, mein Freund, wir wissen das, wo war. Von deinem was?
Ich habe Lindkugeln gerade in der Hand. Boah, Alter, Tobi. Tobi, du Ficker. Ey, wir nehmen seit einer Woche mit dem auf. Jede Aufnahme sagt er, ich esse gerade Lindkugeln. Lindkugeln sogar hier in meiner Dead by Dead-Tasse, die ihr mir gegeben habt. Ich richtig vor, wie der Tobi dann so reingreift in diese Lindkugeltüte und die Hände sind schon ganz verklebt von Schokolade. Es ist die Dead by Dead-Tasse, die es in deinem Shop gibt. Boah, ich will mir gleich erklär's. Was? Ja. Hast du gesehen? Ich habe die in den Kühlschrank gepackt, nicht mehr in Gefrierfach. Habe ich nicht weil gesehen, ich wusste, aber... Weil ich wusste, es ist bald soweit. Ja. Kennst du die Eclairs, Tobi? Hä? Kennst du die? Ja, kennst ja die? Das finde ich, ja. Die tauen gerade auf. Voll geil. Hey, warum mal geil. Ist Winter. Okay. Was ist das denn da heute, Alter? Ja. Ja, es wird nichts. Ja, es wird nichts. Komm, weißt du, was ich vorschlagen würde? Weißt du ganz kurz, was ich vorschlagen würde? Ganz ehrlich, wir müssen ja vorproduzieren heute. Das ist das Problem. Wir müssen wirklich über die Weihnachtstage, weil ich setze mich nicht am 24. hin und nehme dann auf. Tut mir leid. Nicht böse sein. Ja. Alle Liebe. Ach, scheiße. Ihr wisst, ich liebe jeden einzelnen von euch. Das habe ich zahlreich bewiesen bei ganzen Events, wo man mich für 20 Euro umarmen kann. Aber ja. Muss man sagen, dass der Curry ja auch weg ist jetzt. Wir könnten nicht mal spontan der Curry wird ausgewiesen, der hat ja jetzt nur ein Visum. Nee, ich will bei Tobi an Weihnachten. Ja, dann musst du jetzt zurück nach Holland. Genau, Tobi ist mein Weihnachtsbaum am Wochenende. Ja, der ist größer, der passt ja. Mit nur einer Kugel. Mit zwei. Ach, drei, ja stimmt, die eine große. Also, zwei und einer Kerze drauf. Wenn ich jetzt so was bei den vor den FIFA-Aufnahmen immer abgeht da, ne? Tobi hat übrigens, der Tobi hat übrigens mit einer Nebenrolle ergattern können in Death Stranding. Er ist der Typ, der das Baby gebiert. Wie heißt das eigentlich? Gebiert? Gebärt? Ich komm jetzt nicht drauf. Gebärt hört sich ja noch Ernie an. Na los. Ernie und Bärt. Ja, aber echt. Okay, was wolltest du denn vorschlagen? Ich wollte vorschlagen, pass auf, wenn das jetzt mit der Lobby gerade so extrem scheiße ist und wir wirklich nicht spielen können. Ihr seht es ja selber, ihr seid selber schon. Du bist vor allen Dingen gelangweilt. Die anderen sind okay, aber du bist voll gelangweilt gerade. Ich würde da echt vorschlagen, dass wir dann vielleicht heute erstmal Dead by Daylight sowieso, wir wollten es ja pausieren eine Runde und heute wäre eine gute Gelegenheit und stattdessen würden wir was anderes aufnehmen. Ja. Ich weiß was. Und laut Kommentaren. Und nehmen wir endlich Formel 1 auf. Wir gehen laut putzen. Kommentaren sind die Leute völlig einverstanden damit. Ein sehr großer Teil, was mich echt total gefreut hat. Ey, Pan. Da macht es gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Tobi. Ich spiele aber beim Baufett rum. Alter. Vor allem müssen wir jetzt. Wir müssen morgen jetzt unbedingt, also den übernächsten Tag. Also übermorgen. Ja. Okay. Wir müssen irgendein Billo-Spiel bringen. Und die Leute freuen sich alle auf dieses eine, weißt du, und dann kommt irgendwie Cockroach Simulator, Alter. Ey, das spielt voll geil, ja. Das wäre voll geil. Das wäre voll gut. Das will man mal spielen. Ja, aber ernsthaft, also ganz ernsthaft, mit der Lobby heute, ich glaube, das wird gar nichts mehr. Das wird nichts mehr. Nee. Jetzt ist ja gerade kostenloses halt Wochenende, ich weiß, ob es daran liegt. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Also so schlimm war es echt noch nie. Wir haben halt heute nur zum Aufnehmen. Es gibt keinen anderen Tag, es geht nur heute. Ja, nur heute und dann ist bis Silvester Schluss. Ja, also ernsthaft. Ja. Also, das ist ein bisschen wie das Zeitfenster, wie bei How Met Your Mother, das Zeitfenster bei der einen. Ja, genau. Die immer irgendwie nur alle 12.000 Jahre Single ist. Genau. Und Curry, ist heute Single, morgen ist er schon wieder weg. Ja. Leider. Das ist, was viele ja nicht wissen, Curry geht sich ja umoperieren lassen bei Weihnachten. Das ist immer dasselbe endlich. Mit Tobi, weißt du? Von mich zu Curry. Curry lässt sich endlich zum Ork machen, weißt du? Boah, geil. Fettabsaugung vom Kinn in die Brüste. Ja, endlich deinesgleichen, Tobi. Dann können wir echt zusammen sein. Zeig mal deinen Ork-Penis. Was ist denn hier immer los? Jetzt kommt gleich wieder, da hab ich niemals gesagt. Hey, natürlich hab ich da gesagt, Ork-Penis. Tobi hat einen Ork-Penis. Tja, dann, also ich bin gerade echt, muss ich zugeben, ganz ehrlich, ein bisschen angenervt von Dead by Daylight. Deswegen habe ich gerade auch gar kein, also nicht, ich gerade habe nicht so die Motivation, die normalen Killer-Runden zu spielen. Ich bin einfach mal ganz ehrlich jetzt. Ja, Pan, also da. Was machst jetzt, du denn? Endlich sag's mal jemand. Sorry, was soll denn das? Hey, aber warum hast du mich jetzt immer eingeladen? Ja, guck doch mal. Wir können doch jetzt die Folge nicht abschließen, ohne nicht wenigstens eine Runde gespielt zu haben. Das geht nicht. Ja, ist echt so. Ach so, und du bist der Killer, oder was? Ach so! Ja, klar. Ja, das ist irgendwo entschieden, oder was? Was? Oh, eine Gewerkschaft. Ja, einer muss doch hier die Initiative ergreifen. Ja, dann komm, hau raus. Die Initiative. So, wen soll ich denn spielen als Killer? Schön, habt ihr Wünsche? Es ist Weihnachten, ihr dürft euch einen Killer wünschen. Ja, spiel mal. Den Geist, bitte. Nein! Geist? Spiel die Hexe. Die Nurse. Scheiße, die Nurse? Ja! Spiel die Nurse. Okay. Aber darf jetzt ich jetzt hat er gleich den Kettensieg. Ach so, ich muss den Curry erstmal einladen. Ja, nee. Was? Nee, dann geh ich. Curry, kannst du nicht. Mach doch hier Weihnachtswunder und so. Jetzt befreundet euch doch mal auf Steam. Ja, das will ich ja die ganze Zeit schon, aber der Curry. Ach, Curry. Das hat er jedes Mal.
Ein Weihnachtswunderpüree. Also ich kann bezeugen, dass der Erik ihm wirklich jeden Tag Anfragen schickt bei Steam. Halt die Schnauze, ja, das ist ja auch so. Ja, er hat mir da sogar schon mal ein Video von gezeigt. Aber ja. Der Curry, da ist einfach kein Rankommen beim Curry. Seitdem der 100 Abonnenten hat, fährt er auch nicht mehr Bus. Wisst ihr, was geil wäre? Wir haben jetzt alle nicht die 100. Folge. Wenn wir dann die zweite Staffel Dead by Daylight machen und wir fangen dann an mit dem... Was? Das ist ja 99 dann. Was denn? Egal, schon gut. Was war das? Was war das? Ich hab mein Flummi verloren. Bitte was? Ja, ich bin jetzt mit meinem Flummi. Bitte was? Das stimmt ja, mit dir, Junge. Was, Curry? Das sind Hoden-Curry, das ist kein Flummi. Nein, hier. Der Flummi, der hüpft. Hitlers linke Hode, bei eBay gekauft. Springen Hoden oder was? Yeah. Der ist ja noch nicht fertig eigentlich, sag mal. Ja, der Curry, warte, mit deinem Flummi. Oh, der Curry. Hallo, mit seinem Wunderhoden. Der ist bunt. Mit dem Wunderhoden. Mit seinem bunten das ist der Wunderhoden. Wenn du den immer aufhaust. Bunt, nicht bunt. Bodypainting. Darf ich noch mal kurz was ist das? Chanel? Was ist das? Wir hatten da diesen Perk, der sich nicht umdreht. Ja, ist nicht. Sorry. Ich war's nicht. Aber das bist du. Ich war's nicht. Mit der Nurse habe ich nichts. Ich bin Level 1 mit der Nurse, Mann. Lüchter, hör auf zu lügen. Ich lüge überhaupt nicht. Da guck doch meine Folge, die ist viel besser als deine. Danke, vielen Dank. Ich habe das Mikrofon jetzt so wie gewünscht an einem anderen Platz hier festgespannt. Man sollte jetzt nicht mehr so krass hören, wenn ich. Hey, Tobi! Leg mich doch mal fett am Arsch. Schau dich jetzt. Ich schlage dich. Ich möchte nicht sagen, ich kann mit der Lurs gar nicht umgehen. Mit der Tobi, oh Gott, das heißt, es wird schlimm. Warum ist das hier überhaupt so hell? Scheiße, ich habe noch rot an. Ich hasse dich. Hey, ich habe auch rot an, Pan. Es ist cool, die Map. Wir müssen rot anhaben, Pan. Das ist schön. Guck mal, die Map. Ich bin der Weihnachtsmann. Uhu! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a dickish heartbeat. Mit Kohl. Ist das ein Rabe? Ätzend. Dieser Typ ist ätzend. Ich kann mit dir nicht umgehen. Was willst du denn, ey? Ich kann mit dir nicht umgehen, ey. Und Curry wird geschlagen. Also der Kuchen war auf jeden Fall sehr gut. Der war sehr lecker. Und das wirst du heute nicht gewinnen. Ich werde so vorsichtig spielen. Hey, Tobi, es geht. Danke, Tobi. Du bist echt ein Freund. Oh ja. Tobi, ich hab da noch einen Schrot. Brauchst du noch? Was war das für ein Geräusch? Da war gerade ein komisches Geräusch, das ich noch nie gehört habe in dem Spiel. Das war Tobi, der wieder Lindeier frisst. Tobi! Tobi, ich denke an dich, ich bin in Gedanken bei dir. Ich wusste nicht. Boah. Was war das denn gerade? War ich so lahm? Wenn man mit Philipp lahm, umgehen kann. Du musst dich teleportieren. Hey, das war voll die gute Wahl. Der Erik kann echt nicht mit der spielen. Ja, sag ich doch. Super. Geil. Hey, warum steht denn Totem? Haben alle Killer jetzt. Mach kaputt. Ach so. Und was bringt das? Einfach nur Blutpunkte oder was? Ach so, ja, dann mach nicht kaputt an. Ich bring's ja gar nicht. Nee, ich mach's kaputt. Runde. Okay. So. Zack. Du bist ja fürs Ego mit dem Punkten am Ende. Erik. So. Hab ich jetzt mal bitte mein Totem in Ruhe? Nee. Oh. Hab ich jetzt kaputt gemacht. Das sind ihre Eierstücke. Ich hab einfach sitzt und wartet. Ich hab einfach schon meine letzten Gebete gesprochen. Ach, weißt du was? Komm her, Tobi. Pack mir nicht an mit deinem hässlichen Sack. Komm her, Tobi! Tobi! Du kleiner, geiler Mops. Du stinkst nach Metal, Alter, geh weg. Ja, komm her, Mann. Ich mach Mad Eagle aus dir. Oh, Mad Eagle wäre jetzt aber was, ne? Geil, ja. Schöne Mad. Brötchen, ey. Ja, irgendwie hin, da komm. Ja, Tobi, viel Spaß. Sag mal. Du Arschloch, Alter, ich hab dich geheilt. Geh mal hier weg. Entschuldige, bitte. Ey, ich hol dich doch, Tobi, pass auf. Er ist alter, lässt. Nee. Hey, ich hol dich doch, Tobi! Also ja, danke, Curry. Ja, ich sehe das schon. Curry! Was denn? Willst du den Tobi holen? Soll ich eure Brokeback-Stimmung da, soll ich das zulassen? Du machst das doch. Mach mal ein bisschen Fanservice. Hey, Nurse. Ich bin immer noch alleine, die helfen mir nicht. Ja, hau die mal. Tobi, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss hier noch was machen. Es ist eigentlich eine richtig ernste Runde gerade. Ich hab keine Ahnung, ist mir so egal gerade. Eigentlich nicht, ne? Die kommen jetzt beide. Oh, danke. Ey, bist du doof?
Alter, lass den sterben ohne Witz. Also Pan ist im Haus? Hä? Soll ich dich verarschen? Geh mit dir! Was soll das? So ein Spasti, ne? Tobi, ich hab dich geliebt wie ein Bruder, ey. Stirb, Tobi, stirb einfach. Ey. Stirbt einer, stirbt einfach freiwillig. Was ist denn das? Soll das, Tobi? Du hast es so verdient, Alter. Ach komm, als ob die Runde ernst ist. Tobi, kannst du mir dann Bescheid sagen, wo die sind? Ja, ich warte. Hä? Bist du verarscht? Hör mal auf! Wie kannst du das sehen? Okay, aber Pan musst du nicht mehr. Ja, der kann auch alles klar. Und Tobi ist von dem Generator gar nicht mal so weit weg. So. Ey, Tobi! Was der Weg sagen, weißt du? Ich bereite uns nur schon mal drauf vor, was nach Dead by Daylight quasi kommt, weißt du? Ja, ja, das ist voll lieb von dir, Tobi. Ich werde jede Runde einfach irgendwas. Ich werde. Ich finde das sehr gut. Okay. Okay. Herr Curry macht doch keine Anstatt, einen Pan zu holen. Das Geile ist, Tobi, ich laufe jetzt einfach mit dem Rücken dahin, weißt du? Dann siehst du gar nicht, was ich mache, Tobi. So Moonwalk, weißt du? Ja, schön. Ich kann das gerade nicht glauben, dass das hier passiert. Dann ist es eine gute Runde. Die Pan sieht ein bisschen aus wie Sarah Lombardi hier gerade, ne? Die Charakterin. Boah, das geht aber echt zu weit, Tobi, echt. Weil mein Ruf hier kaputt geht, nicht deiner! Hauptsache Alessio geht's gut. Kommt dieser Insider von den beiden oder was? Ich bin da voll nicht im Thema, Gott sei Dank. Kennt ihr den Witz schon? Wo Alessio zum Weihnachtsmann sagt, bitte Weihnachtsmann nicht vom Dach kommen? Und der Weihnachtsmann fragt dann so, hä, warum nicht? Und dann sagt der Weihnachtsmann, sagt der Alessio, naja, weil mein Ruf dann kaputt geht? Boah, ey, das ist so schrecklich. Das ist so trashig einfach alles. Ich muss zugeben, ich verfolge das überhaupt nicht. Ich auch nicht. Man kriegt das mit, obwohl man gar nicht will. Oh. Ich krieg das nicht mehr. Egal, wo man liest, überall liest man einfach immer nur Alessio. Hauptsache Alessio geht's gut. Curry holt Pan gerade. Wer ist denn Alessio? Hab ich mir gedacht. Er ist der Sohn von denen. Ah, Gott, ey. Boah, das ist so. Boah, ist so traurig. Ja, es ist halt echt ekelhaft. Und bist dann eigentlich gezwungen, wenn du auf Twitter oder so bist, du kriegst es eh mit. Leider. Ist einfach so. Abartig, abartig. Ey. Ich würde mich so schämen. Ja, ist so widerlich. Einfach so. Ich würde mich so schämen. Ja. Ich schäme mich auch immer für dich. Achso, ich muss ja hier. Wartet! Wo kam der her? Wenn Tobi noch einmal was sagt, ne? Was denn? Hä? Hey? Hab ich dem Erik verrate, dass du da hinten gerade ins Haus gegangen bist? Welches Haus? Es gibt gar kein Haus. Diese Hütte da gerade, wo der Keller ist. Hä? Hey, stimmt doch gar nicht. Du bist ein Arschloch, ne? Ganz ehrlich. Was habe ich dir eigentlich getan? Aber weiß ich nicht, du hast mich nicht gerettet. Hey, cool. Du hast mich nicht gerettet, ja, wenn du da so am Haken hängst. Ja. Hey. Ja, Tobi, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, ne? Und schon bei Tobi, sonst würdest du ja nicht ständig da hinten am Generator der Ecke hin und her laufen. Was meinst du für einen Generator? Oh, Herzschlag. Ne, das zählt eh nicht. Hey, Pan! Ja? Und auch die Pan hat sich gegen Curry gestellt. Was? Nein! Zieh mich da nicht mit rein! Aber nur weil der Curry mir verraten hat, wo die Pan ist. Ach so. Ja, toll. Toll, Curry. Das fand ich sehr nett. Aber ich möchte das nicht ausnutzen. Doch. Du bist so ein Lieber. Ich weiß genau, was du jetzt hier gerade für eine Scheiße abziehst. Was für eine Tobi? Scheiße? Scheiße. Scheiße. Wenn wir so Krustenbraten. Ich eine richtige Scheiße. Ich möchte mal sagen, dass die Knödel auch der Hammer waren. Hä? Was ist das? Tobi, deine Knödel sind der Hammer. So kann ich die. Das wird beim Flubi. Das weiß der Tobi. Ey, Paniermehl angebraten in Fettbutter und das auf die Knödel. Ich war im Himmel. Das war so lecker. Hoppala. Hör auf, ich muss das loswerden. Ja, ich hab auch gerade Hunger, echt. Die Pan guckt ja auch anderen Leuten immer beim Essen zu. Das ist voll lustig. Lass mich, Muckbangs sind geil. Hä? Ich hab die Pan da sitzen lassen. Ich esse dabei, ich gucke genau immer was zu und esse dabei, ist voll geil. Ich schäme mich nicht dafür. So. Hä? Komm da rausgeflogen, Alter. Nö, ich geh raus, ich hab keinen Bock mehr. Nö, das ist voll. Curry, was ist los? Du bleibst schön drin, Curry. Nee, der Tobi hat mich verraten, das ist voll unfair. Ja, weil er dich liebt, der will dich einfach nicht verlieren, Mensch. Das ist der hat voll verraten. Ich hab gar nichts verraten. Curry sitzt raus und rechts um die Ecke. Warum ist denn der? Okay, Junge, willst du mich verarschen, du kleine. Nee, leck mich. Nein. Curry, nein. Curry, nein. Ich hab doch eh gesehen, wo du rausgegangen bist, Curry.
Ja, genau, das hätte ich so gesehen. Du hast die ganze Zeit deine Streifen gelassen, weil du gerannt das bist, Mann. Ich bin dir einfach hinterhergelaufen die ganze Zeit. Ich bin nicht gerannt, ich hab doch voll die Taktik gehabt. Guck dir doch einfach auf meinem Channel das Video er an. Er hat gesagt, er kann nicht damit umgehen. Ich deinstalliere das Spiel jetzt. Weißt du, scheiß drauf. Ich suche jetzt. Frohe Weihnachten. So. Gott, frohe Weihnachten. Das ist Tobi. Oh, ich sag so süß. Er hat fick dich zu mir geschrieben. Was? Was sagt er? Was? Bimmel, Hure. Was? Warum? Bitch. Warum? Curry, Hure und Bitch ist das gleiche. Lustlord. Lustlord? Bitte was? 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 Los, Curry. Das ist schon alles sehr süß. Dein Penis ist ein kleiner Grashalm. Das ist aber sehr originell auch. Du Wichser. Boah, ich muss den mal blockieren, der nervt. Es kloppt euch doch nicht. Hab ich bei Steam auch schon gemacht. Der schickt immer Freundschaftsanfragen. Die seufzt gerade. Le Geräusch? Le Geräusch, was? War gerade Le Geräusch. Was für ein Geräusch? Was denn? Hast du auch dieses komische Geräusch gehabt? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre von dir. Mhm. Rufst du mich jetzt erst auf bei Steam an, Alter? Ding doch mal was am Telefon. Leck mich, Curry. Wissen wir, wie sich das anhört, Curry? Ich kann dich gar nicht. Curry, was machst du? Ruf mich doch nicht an! Scheiße! Ach nein! Was? Gut gemacht, Curry, gut gemacht! Curry. Danke dir, Curry, super Teamwork! Das ist ein super Teamwork, Curry. Spitze. Der übt schon mal. Der Curry hat mir gerade noch geschrieben, wo geplant ist und hat dann angerufen. Ja, Curry, du schickst noch Scheiße, Alter. So. Was ist da los? Ich bin so gespannt, wenn wir Dead by Daylight wieder spielen und dann so raus sind, dass das alles wieder für uns eben voll neu ist. Oh, diese Auflegung. Also so wie jedes Mal. Ja. So. Terminator, Sprachchat, was ist da los? Antwort. Tobi? Hallo, hallo? Tobi, du bist voll leise bei mir. Was? Ja, bei mir auch. Ich weiß genau, dass du da bist. Lock dich ab. Curry! Hey! Wer hat denn jetzt aufgelegt? Ich hab ein bisschen Tuffis. Wer hat denn jetzt hier aufgelegt? Curry, ich wollte Sprachchat beenden. Hey! Was war das? Der hat einfach aufgelegt. Der hat mich angerufen per Sprachchat. Ja, ihr auch. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Ich war gerade auch im Sprachchat, aber da hat irgendjemand aufgelegt. Turbinator und den Anruf beendet. Warum? Ich hab falsch gedrückt, glaube ich. Ach so. Ich hab das doch falsch gedrückt. Wir brauchen Discord gar nicht. Wir machen einfach den Super. Ne, das hat ja, super komm, wir machen das mal. Können wir irgendwie Gruppenchat machen so? Ich weiß es gar nicht. Ich hab die anderen, glaube ich, gerade aufgehört bei Tobi im Sprachchat. Ruft er mich schon wieder an. Tobi, es ist wichtig. Warte mal. Ja. Tobi, rufst du mich auch mal an gerade? Tobi. Warte. Ich ruf mal gerade den Erik an, warte. Ja. Bleib in der Leitung. Hallo? Okay, warte. Okay, man kann immer nur einen anrufen, glaube ich. Ah, okay, das ist natürlich. Hallo, hast du, soll ich dann auflegen? Also, jetzt ruft gerade der Curry an. Hey, was ist das? Wie Traumtelefon gerade. Curry, wie geht es dir? Hier, ich wollte einmal eine Pizza bestellen. Curry, hörst du mich? Oh, ich hört das keiner mehr, ne? Ich glaube, Anruf ist beendet. Tobi? Was ist das denn für Schwachsinn, Alter? Ey, was soll ich jetzt sagen? Oh, der legt einfach auf! Rumpel ist im Spiel Disney-Princess. Hey, komm mal. Bad. Hey, komm mal. Hey, Tobi, Alter, was geht, Alter? Achso. Erik. Tobi! Rufst du mich gerade an? Ruf mich an, Alter, auf mein Handy. Achso, wurde beendet? Wieso hast du aufgelegt? Hey, Erik. Was ist hier los? Alter, Tobi! Ruft an, beendet. Nein, Curry, du kannst nicht zuschauen hier. Wo geht denn das eigentlich, den Spieler anrufen? Da musst du auf den Chat gehen und dann ist da so ein Pfeil rechts oben. Ich gar nicht. Ah. So. Sprachchat beginnen, cool. Hey, was ist das? Das wird
Hallo, Tobi? Wer ist das im Hintergrund gerade? Was? Hallo? Hallo? So, ich kann jetzt seine Warte, ich kann jetzt bei ihm zuschauen. Ich guck jetzt mal. Ja, leider ist über die Steam-Oberfläche, aber. Ja. Ach so, wenn der Sprachchat hier an Steam ist, dann wird mein Discord automatisch leiser. Way to ja, go, Steam. Voll, bei mir auch. Voll scheiße. Nee, Curry, tut mir leid, ich kann nicht zugucken. Ey, nein, nein. Hä, ja, aber man fahrt plötzlich einen Anzug an deinem Spiel, hä? Warum nicht der Schuh? Hab ich gerade gemacht, deswegen style mich mal hier. So, wo? Ach, aber Curry spielt nicht mit, ne? Doch. Achso, ganz gut. Ach, guck mal. Da ist ja wieder der Herr. Hi. Ja, der Curry. Hey Curry, was war los? Hi. Hast du Disconnect gehabt oder was? Meine ich den Curry? Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen, muss an den Zimmern liegen. Oh, komisch, das verstehe ich aber auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Schade. Ich würde echt gerne mitspielen. Ja, dann go! Einfach bereit! Runde? Wir sind alle bereit! Ja, los, ab geht's! Wir alle bereit! Alle bereit, einfach so. Das ist heute eine so merkwürdige Folge einfach, dass es mir schon wieder alles scheiße gar nicht gerade. Oh, ich wollte. Discord neckt. Oh, was war. Aber nochmal, um auf Rumpel zurückzukommen. Ja? Was spielt der gerade? Disney Princess. Irgendwas. Ja, schön. Was? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich aber privat, kein LP. Hat er wieder seine Tage? Ich weiß, ich hab kein. Manchmal ist das. Keine Prinzessin. Oh. Dann, oder hier, ich hab euch dieses Tagebuchspiel gekauft, da, weißt du, und sowas. Das kann man. Metal und so. Und er hat auch eine gute Übersicht bei den Sachen. Ich weiß nicht warum. Tobi, kannst du jetzt auch fair spielen? So, was ist jetzt hier los? Ich habe auch vorhin fair gespielt, Curry. Ja, auf jeden Fall so fair. Was hat er denn für einen Killer? Das so fair Spiel war, dann weißt du schon. Mit Preziosi. Hi. Spiel mit Preziosi. Schneekoppe. Ja, wir dürfen uns nur mit Werbetrainieren. Das Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Krokodok. Wer ist das? Oh nein. Nein. Spiel das Spiel mit dem Ja, ist jetzt Staffel 1 hier zu Ende damit? Ja, ich glaube schon, oder? Wir spielen doch gerade paar. Also ja, aber das ist doch wahrscheinlich. Ist doch wahrscheinlich jetzt. Wer ist das? The Last Folge von dieser Staffel. Ich bin Curry. Hä? Was? Bist du doof? Tobi, geh mal weg da. Hau ab. Tobi. Hau ab, Brille. Jetzt mach doch mal mit hier. Jetzt mach doch mal mit hier. Ja, weißt du, kein Teamplay, der Junge. Finde ich auch schade. Oh, jetzt habe ich verkackt. Oh, sorry. Du Arsch! I hate you so much. Oh, wer kommt denn da? Das ist der Michael. Oh, du Arschloch. Mach nichts, mach den eben noch fertig. Der sich an uns auflädt schon wieder, ne? Wie so ein alter Pro-Hopper. Reibt sich Tobi? Richtig schön. Hey. Bleib mal kurz stehen. An meinem Po-Backen. Oh ja, warte mal, ich komm nochmal zurück. Wenn ich will, ja, ja, geil. Komm mal, reib dich einfach an mir auf, dann kannst du die anderen voll easy killen. Cool, danke dir, Tobi. Was? Hey, es geht, Alter. Hey, Mann. Warte. Ist bald soweit. Ich hab das Gefühl, die. Ach, ich hab wahrscheinlich nichts, keine Perks ausgerüstet, ne? Juhu! Irgendwie war wieder alles abgerüstet, deswegen habe ich jetzt nichts aktiviert. Warte. Oh ja, oh ja. Oh ja, ich bin drauf. Tschüss, tschüss. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Warte. Okay, das dauert jetzt echt lange. Warte mal, kann ich mal in die stehen gehen? Warte mal, guck mal, warte mal. Wenn ihr jetzt zu zweit seid, geht das schneller? Oh, das geht schneller, wenn ihr zu zweit seid. Was, Curry, was machst du da? Ich will mal deinen Sack. Also würdest du mich bitte nicht belästigen, Curry? Was? Ich will mal deinen Sack, was? Ja, der Curry belästigt mich gerade. Nein, plupp. Das ist aber. Wir können hier Human Centipede und so. Was will er denn jetzt schon wieder? Jetzt versteckt er sich, ey, weißt du? Ey, geh weg, ey. Nein, lass es. Tobi, schnell, Hilfe, Hilfe, Tobi. Oh, ich bin versteckt, du kannst mich gar nicht sehen. Ja, dann Modus, ja, sicherlich. Fertig, Mann. Hey, Erich. Hey, stopp mal da. Ey. Tobi, du kleiner Fetter, komm her. Ach so, ich war schon auf der 3. Oh, das ist aber jetzt doof. Einmal die 3, bitte. Deswegen ging das so langsam, aber weil ich es wieder voll verpeilt habe. Ich habe schon wieder 1000 Jahre nicht mit dem gespielt. Schön, ey. Geil. Hast du 1000 Jahre mit der Nurse nicht gespielt? Hast du gerade alle gekriegt. Ja gut, aber das war natürlich, ich hatte Glück aus dem Geisterreich. Junge, willst du mich? Ach, leck mich doch. Ich wollte gerade sagen, Alter.
Ah, was nein, los? Nicht aufhören. Kannst du, bei mir, kannst du bitte mit mir aufhören, Tobi, weil ich möchte dich besiegen. Kannst du es bitte nicht machen? Tobi, guck mal, ich kann dir zwischen die... Guck mal, schönes Muschel. Das sieht so ekelhaft gerade aus. Ja, ne? Was wie denn? Auch so um mich rumtanzt. Das ist... Alter, i. Was denn? Alter, i. Ja, fetter roter Alter, Berg Alter, und ich... Ja. Ey, das war gedacht, Bad, hab ich auch gedacht. Geri. Alter, i ist besser als Ezio. Tobi, lass mal durch die Luke gehen. Alter, i ist besser wie Ezio. Besser als wie Ezio sein. Viel besser. Okay. Oh. Okay. Ich bin weg. Ich mag dich, hab ich dir schon mal gesagt. Nee. Ich bin mein Lieblingsmensch von der ganzen Welt. Lass mich rein. Ich hab meine Hose noch nicht an. Lass mich rein. Du Penis. Lass mich rein. Hallo. Lecker Matschen. Ein lecker Matschen. Wieso liege ich denn direkt vorne? Was denn? Wieso liege ich denn direkt? Oh. Kann mir mal bitte jemand her? Echt? Tobi, es tut mir leid. Jo, ernst? Oh. Das war voll Skill. Das war voll extra. Oh. Ey, Tobi, was machst du? Was? Also, das geht mit. Was denn? Ich hab jetzt einfach mal um den Baum gestochen. Das darf ja mal erlaubt sein. Erik, komm mal zurück. Trag mich zu Pan. Das kann doch nicht sein, dass er uns alle einfach auf Level 3 instant killt. Was denn? Das wird doch. Das ist doch. Dann noch, oder? Nimm mich mit. Nee, also, ich muss mal fragen, was bist du für ein Schlafplatz, Alter? So, warte. Curry, ja, ich wollte dich mitnehmen, aber das ging nicht, weil Curry hat er zuerst. Der wollte ja zuerst. Curry, erhol dich! Curry, erhol dich! Pan! Hab mich oben nach Pan! Ach so. Von Pan-Team! Warte. Curry! Pan! Oh, schau, da holt der Haken. Curry. Ich bin hier voll schlau, dass ich hier von Haken weggehe. Was ist da los, Curry? Tobi, hoch! Tobi, hoch! Tobi, du schaffst es! Ja, Tobi, gleich bist Tobi, du bei mir! Tobi! Hä, der bringt doch voll nichts. Ich bin auch, ich lieb doch auch. Er liegt alles auch! Hier hinten bin ich! Michael Myers! Hier! Michael! Nein, hier ich muss doch mal was gucken! Guck doch mal! Ich bin eine Uhr! Tobi. Wir haben eine Million Uhr und ich gehe falsch rum! Guck mal bitte! Bleib mal so, Tobi! Ach, cool. Guck meinen Arsch an! Oh. Komm her! Geh nicht weg! Du Schwuchtel, Alter! Was machst du? Ja, Tobi! Boah, Alter, der Tobi kriegt jetzt so eine Comments! Der Tobi kriegt jetzt so eine krassen Comments! Der guckt dir doch mal an, was der Curry gerade mit mir macht! Curry, was macht der denn Curry mit dir? Guck dir auf die Treppe, guck dir das an! Curry, guck doch mal nach links! Was denn? Nee, ich bin gerade beschäftigt. Also, wir sind gerade intim, ja? Ich will auch gucken. Nein, ich habe nichts gegen Spule. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Oh, dass man das immer sagen muss, Alter. Ja, es ist fürchterlich. Oh, sorry. Oh! Atoi, tu doch nicht so, du stehst auf Schmerzen. Guck, wer da am Fenster steht. Voll der Spanner, so. Curry? Ja? Ey! Hau rein, Alter. Curry läuft gerade die Treppe runter und dann legst du den Raum rein. Das ist doch nicht voll dein nicht Ernst. Ich war schon erholt, ey. Curry, hey, was ist das? Tötin! Tötin, Curry! Wie hast du das gemacht? Curry kommt gleich hier lang. Erik, wie hast du das gemacht? Ach, was denn? Curry, touch mich mal an hier. Ich bin fast fertig. Touch mal hau. Ja, touch richtiger Teamplay, der Curry, ey. Like, lovest du. Ey, Mann. Hi. Ich bin gar nicht da. Ey! Was ist los, Alter? Was ist los? Los? Kann man jemanden in die Brüstung schmeißen eigentlich? Geht das hier? Was ist denn mit den Haaren los? Was ist das? Geht leider nicht. Ey, ich will wickeln, Mann. Heb mich hoch, komm. Ich will wickeln. Was ist los? Warte, ich lass mich auch zu Panik. Die Panik liegt wieder, wie die Haare flattern, ey. Was ist denn? Wo denn? Wo ist sie denn? Die Panik liegt in mir. Hi, Freunde. Ich komm, warte, ich komm auch noch. Komm gut. Ida, geh weg! Ida, komm, Curry ohne Bein! Oh. Das sieht so ekelhaft so aus! Ey, wen hab ich? Wen hab ich? Wen hab ich genommen? Russisch Roulette, kommt mal down an! Nee, Curry, du findest doch voll sauer auf dich jetzt! Hä, warum? Wen hab ich denn jetzt? Warte, hättest du mir ja, mich! Ach so, Tobi, tut mir leid! Ich wollte doch! Ich bin eh fast tot! Ach so, ja, dann ist egal, komm! Vielleicht rettet Curry dich ja. Nö. Tobi, ja, versuch ihn zu entkommen. Ich kann kein entkommen. Ach, jetzt. Ich bin fast tot. Michael Myers, heb mich bitte auf. Bitte, heb mich auf. Ja, wo bist du denn? Mann, hier unten. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Bitte. Oh.
Ich wehre mich auch nicht, aber bitte häng mich unten auf. Okay. Stirbst du nicht auf meiner Schulter auf? Nee, ne? Ich komme jetzt. Verlierst du jetzt Blut auf meiner Schulter? Kannst du mich bitte nicht ablegen? Kannst du mich bitte am Haken hängen? Bitte. Ja. Mach wieder Kohlrouladen, wenn. Hier, wir sind Rouladen. Okay, ich wollte nur mal gucken, was macht denn der Curry jetzt? Guck mal, wir gucken mal, was der Curry macht. Guck mal hier. Lass mich nie wieder los. Ich lass dich nie wieder los. Die Folge wird 3 Stunden gehen. Pam, pam, pam. Was ist denn los hier? Oh, ich kann mich gerade entspannen. Es ist so schön hier. Hä? Ich glaube, das war Tobi. Mach's gut. Ciao, Adelan, mach's gut, Digga. Na gut. Aber da unten waren noch schöne Haken. Warum denn ausgerechnet hier? Ja, na gut, komm. Ich wollte dich gerade durch die Map tragen. Das war wie über die Schwelle. Warte, komm, ich trage dich über die Schwelle. Ich trage mich so lange, bis Curry verblutet. Ich trage dich kurz über die Schwelle hier, guck mal. Über die Schwellung. Ich trage dich über die Schwellung. Guck mal hier. Ja, wäre voll geil, Tobi, ne? Wenn wir so da durchkriegen. Dann ist so ein Kopf und eine Woche, weißt du, so. Hey, du wiegelst ja doch ab und zu mal. Ist das ein Trick? Schwerwerfen. Nein, ich hab nur Wiegel da. Achso. Eri-Schrank. Oh, Pan hängt. So, was ist mit Curry? Hat er wieder Disconnect oder was? Tanzen, mein Freund. Er sucht ernsthaft den Loot. Hey, der kommt vorbei. Curry, was los? Ach, Erichlein. In der letzten Folge ist auch noch erfolgreich, weißt du? Was wer? Ach so, ich? Das schafft er aber nicht. Nö, schaff ich nicht. Oder? Curry, bist du jetzt doch. Oh, doch. Curry! Das gibt's ja gar nicht. Curry, du bist die letzte Hoffnung. Hui! Ich bin die letzte Hoffnung der Menschheit. Curry, Alter, ihr bist jetzt doch überleben. Das schafft der Curry. Hui! Rein, Curry, hau rein. Oh nein. Der Dude. Hui! Curry. Hui! Curry, alle dreckigen Tricks, Curry, die du kennst. Hui! Sei das schmutzigste von allen, mach! Hui! Nö, ich schaff das nicht. Doch. Also ist doch nicht mehr die Luke offen. Curry! 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 Ich dachte, er schafft's. Sehr so schön gewesen. Sehr so schön gewesen. Um da zu sein. Es wäre so schön gewesen, hätte ich ein Pekinesen. Erich, du bist mein bester Freund. Erich. Curry, jetzt bist du doch wieder mein Held. Warum? Hey, Tobi, du bist ein Curry. Er hat einen guten Move gemacht, muss ich sagen. Der war echt gut. Ja, leider muss man das ja zugeben. Das ist echt, ja. Was hab ich dir denn getan? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin immer noch verletzt wegen letztes Mal, wo du dich einfach mir in den Weg gestellt hast. Ich hab doch gar nichts getan. Curry, ich war so. Hat er vorhin aber zurückgekriegt. Alles ist gut. So. Oh, wie fleißig er ist. Ja. Das hätte er da ausgelöst gehabt. Ne? Baue mir jetzt eigentlich einfach nur mein eigenes Baumhaus und bleibe dann für immer hier. Ja, aber man hört dich doch dann. Ja und? Wenn der Crawler kommt, dann nützt dir das gar nichts. Der kann mir nix. Wieso wurde der eigentlich als nächstes Monster angekündigt, aber kam nie stattdessen zwei andere. Hey, drei andere. Ich konnte gar nicht angesetzt werden. Schade. Ich hoffe immer noch, es gibt ein kleines Kind, die irgendwann super gruselig ist. Ja, das wäre cool, so ein ganz kleines, so wie so Chucky, das wäre echt geil. Das wäre Hammer. So, wann hat man eigentlich bei Michael Myers Herzschlag? Oh. Alter, muss ich jetzt leider rausgehen, ne? Hey, was ist denn jetzt so? Was denn? Curry, ertrage es wie ein Mann. Ja. Ertrage es bitte. Er macht eh wieder alte 4. Ich will ja mal meine Schokolade. Nimm mal alte 4, Disconnect und rufe Tobi aufs Zimmer.
Ja. Ich spiel halt weiter mit meinem Flummi, so. Was ist das bitte heute für eine Aufnahme, ohne Scheiß? Ja, heute ist einmal durch. Für eins Aufnahmepan, das muss das richtig heute sagen. Heute ist einmal mega durch, die Aufnahme. Wir sind auch selber mega durch. Und wir müssen am Anfang ja auch alle... Oh, ich wollte die ganze Zeit ja sagen, dass ich am Haken hang. Ich hang am Haken. Ich hang. Hang. Sollte ja, aber ein paar Mal gesagt. So. Wir bewerten einen Punkt. Oh, 27.000 Punkte. Geil, gefällt mir. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich hab mich sogar tatsächlich entertained heute hier. So, cool, dass wir alle keine Perks... Pan hat auch keine Perks aktiviert. Ja. Weil man jetzt irgendwie... War wieder Reset, man muss ja alles neu machen und so. Ach, mein Gott. So, wollen wir jetzt was anderes machen? Ja, also ich... Ja, morgen, ja. Also übermorgen ist was eine Neues. Stunde, wir sind auf jeden Fall schon gut in der Zeit. Also wenn ja, wir wissen nicht, was gleich passiert, ne, vielleicht haben wir auch gleich Probleme mit dem Kindern, doch wieder Dead by Daylight auf, aber eigentlich, theoretisch, ist hier gerade Staffelende. Es war bei der 100. Folge halt... ist es zeitlich gar nicht möglich, im Moment ein Special zu machen. Wie gesagt, der Curry fährt übermorgen weg. Wir müssen gerade vorproduzieren für Weihnachten, für Silvester, für ganz viele Tage. Und Staffelende heißt halt nicht, dass Dead by Daylight nicht mehr weitergeht. Ihr habt aber schon immer gewusst, dass Folge 100 geben wird. Wenn ich selbstständig wäre, ich würde mich darauf vorbereiten, 3 Jahre im Voraus, bevor B-Release. Wir wussten ja auch, dass Weihnachten ist. Ne? Ja, klar. Nee, wir machen halt einfach nur eine kleine Pause. In der Zwischenzeit kommt aber ein anderes Spiel, das sich ganz oft gewünscht wurde. Und dann geht's auch wieder weiter Disney mit Prince. Eigentlich geht's ja weiter mit einem anderen Spiel. Richtig, ja, es geht weiter mit einem anderen Spiel, damit wir mal wieder ein bisschen Abwechslung hier reinkriegen. Wir gucken dann wieder bei Dead by Daylight rein später, ein bisschen später. Könnte vielleicht auch ein bisschen dauern. Ja, einfach so ein Mischmasch, völlig ungezwungen. Und bitte keine Kommentare. Wann kommt wieder Dead by Daylight? Da hat ein neues Feature. Wir haben jetzt neue Schuhe für 10 Euro. Wann kommt? Ja, aber das eine oder andere Mal wird es sowieso jeder von uns, denke ich mal, einen Stream spielen. Ne? Und die Aufnahmen kann man ja auch hochladen, man weiß es nicht. Also, wie gesagt, Staffelende heißt nicht für immer zu Ende, es geht halt einfach nur in die Staffelpause. So, ich muss... Genau, und in 2 Tagen sehen wir uns in Los Santos, Freunde. Ciao! Ey! Was? Nein! Was? Du Arsch, scheiße! Ich wollte euch einfach Okay, dann... Ja, ich bin war geil. Also ich muss nur mal ganz kurz sagen, hat mega Laune gemacht, auf jeden Fall, die ganze Zeit. Ja, es war, wir müssen das jetzt verabschieden. Ich sag das einfach, es ist ein Abschied. Mega geil. Es war eine wilde Fahrt. Es war eine wilde Fahrt mit Aufs und Abs. Nein, hört auf, sowas zu sagen. Und langer Lobby-Wartezeit. Aber irgendwann ist natürlich der Tag gekommen, wo man Abschied nehmen muss. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nein, es kann noch viel schöner werden. Übermorgen die nächste Folge Dead by Daylight, weil die anderen Sachen nicht geklappt haben. Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, Staffel 2. Willkommen in der Lobby. Geil. Die Lobby. Machen wir, genau, vielleicht können wir zwischendurch Lobby-Folgen machen. Wir machen aber eine Band auf, die heißt Die Lobbys. Das ist voll geil. Oh nein. Und dann auf Google dann so, meinten sie die Lochis? Oder kotze ich. Boah. Okay. Schön. Tja. Die Dobbys. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Übermorgen geht's weiter. Machen wir kein langes Drama rum. Übermorgen geht's weiter mit was anderem. Und später sehen wir uns wieder bei Dead by Daylight. Und dann schauen wir mal, wie wir das alles machen. Einfach ist auch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, ich glaube, damit sind auch dann alle zufrieden. Ja, und wenn nicht, dann bitte schreibt einen Brief an Tobinator. Er hat seine Adresse für Fanpost, hat er selber gesagt. Die könnt ihr bei ihm auf Instagram-Account gucken. Instagram.com/tobinatorlp. Ja. Da hat er alles für euch gepostet. Alle weiterführenden Infos. Da gibt es auch Tittenbilder von mir. Und ganz viel Werbung. Und das sind immer die besten. 70% Werbepostings. Ja, der Curry macht jetzt, der Tobi macht jetzt Werbung für so Detox-Drinks. Die stehen dann da immer und dann... Und Butter. So ohne Hashtag-Sponsor. So, ich nehme mein Detox-Drink von bla. Hey. Stecken auch Sie mal wieder in der Badewanne fest. Kein Problem, mit Butter. Boah, ich würde es freuen, wenn der Tobi mal ein Butter-Product-Placement machen würde. Ach, nee. Voll geil. Das Gleitmittel also, für alle, die clever sparen wollen. Hersteller. Kerrygold Salz prickelt in der Wacke. Was? So ein Molkeerzeugnis zwischen den Beinen kleben, ey. Oh, Mann, Leute! Milchschlack. Butterpudding. Einfach warm machen. Einfach warm machen. Schmierst du die erhitzte Butter drauf, ey. Ich muss leider ein bisschen drängen, damit wir heute noch alles schaffen, sonst uns bleiben klar, Folgen aus. Ja, so ist es. Okay, Pan. Dann Arschloch auf die Uhr. Dann, Zeit.
Stoßt mal an, ne? Bis bald. Freunde, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der Leid. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer neuen Staffel. Das wird ein bisschen dauern vielleicht, aber ich hoffe, die Abwechslung wird euch auch gefallen. Ich glaube, es wird sehr lustig werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Und irgendwann... Wahrscheinlich gibt es kein Dead by Daylight mehr, weil wir alle keine Freunde mehr sind. Dann. Genau. Ja. Also nächste Staffel ist dann Curry, fliegt leider raus. Und wir haben stattdessen überlegt, wir fragen... Ich will jetzt keinen Namen, das ist irgendwie doof. Das ist jetzt auch Spaß, ich bin... Ja. Nee. Wir fragen in den Noppen, Alter. Wir fragen jemanden, der sich professionell 24 Stunden lang in einem Kaufhaus einsperren lassen kann. Boah, geil, ich bin voll Fan, ich wollte schon immer mal mit denen ein Projekt machen. Und Schuhe sammelt. Ey, freut mich voll für euch, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss, Curry, ne? Mach's gut. Ich wusste gar nicht, dass der mal Fujo wieder mitmacht. Heftig. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Unmotivierter Jumpscare.